Guten Tag, liebe Zuhörer und Freunde von PBI. Ihr kennt mich wahrscheinlich eh noch aus den vorherigen älteren Videos. Mein Name ist Helmut Zöpf, ich bin Vice President International Sales and Marketing mit PBI. Wir hatten ja in den vorherigen Videos viel über strukturelle Feuerwehrschutzbekleidung gesprochen, aber es gibt auch weitere Anwendungen. Und zwar Anwendungen, die ein leichteres Gewebe benötigen. Gewebe für den Industrieschutz zum Beispiel, für Waldbrandbekämpfung. Und dafür gibt es Lösungen wie unser PBI TriGuard oder das neuere PBI TGP. Diese Gewebe zeichnen sich aus durch ein sehr leichtes Flächengewicht, aber gleichzeitig mit sehr hohem Schutz, eben durch die bekannte PBI-Faser und auch durch eine sehr hohe Atmungsaktivität, eben auch durch das leichte Gewicht bedingt. Hier habe ich zum Beispiel einen Waldbrandanzug, eine Hose, aus einem sehr leichten Gewebe mit 170 Gramm pro Quadratmeter Flächengewicht. Das ist extrem leicht, aber trotzdem eines der festesten Gewebe in seiner Klasse. Zusätzlich gibt es auch, gerade mit dem neuen TGP-Produkt, zahlreiche Farben, eine breite Farbpalette für viele Anwendungen, wo eben auch Farben gefordert werden. Und neben diesen Anwendungen, die ich vorher erwähnt habe, gibt es auch noch weitere Spezialanwendungen, zum Beispiel sogenannte Anti-Riot-Anzüge der Polizei, für Militärbereich, aber auch für Schweißerschutz oder für Schutzanwendungen, zum Beispiel in der Zementindustrie. Wir alle sehen auch in den täglichen Nachrichten, dass das Thema Waldbrand immer heftiger wird, bedingt durch den bekannten Klimawechsel. Es finden mehr Waldbrände statt, heftigere, längere, und dazu brauchen die Feuerwehrleute einen sehr guten Schutz und auch ein sehr komfortables Produkt, weil sie haben die Anzüge ja über Stunden, teilweise Tage an, um ihren schwierigen Job auszuführen. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, die grüne Hose und eine gelbe Jacke, das ist das australische Wildland Modell, und Sie sehen auch, PBI gibt es in Farben, wenn es denn gewünscht wird. Da ist es eben sehr wichtig, sehr hohen Schutz bei gleichzeitigem sehr hohem Tragekomfort und sehr hohe Festigkeiten, gerade wenn Sie sich im Wald bewegen. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch auf das Thema Störlichtbogenschutz hinweisen, zum Beispiel für Arbeit in der Elektroindustrie oder in Kraftwerken. PBI bietet höchstmöglichen Schutz gegen Störlichbogenentwicklung, und das ist ein Fakt, der ist nicht so bekannt bei den meisten, aber auch sehr, sehr wichtig für bestimmte Arbeitsplätze. Auf Wiedersehen!